Moin moin liebe Leute, da sind wir wieder zurück, spielen To the Moon und scheinen jetzt auf einer Art Jahrmarkt zu sein, wo wir uns gleich mal umgucken werden und diese Leute mit diesen lustigen Strichen über dem Kopf ansprechen werden, wenn wir hinkommen. Früchte, frische Früchte, Äpfel, Orangen, Tomaten, wir haben alles. Okay. Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Doch, sind sie. Das stimmt wirklich, Tomaten sind Früchte. Wer es noch nicht wusste. Sie sind die Ovarien der Pflanze und enthalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich, Tomaten? Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte. Das stimmt auch. Wer ist wir? Ich koche nun mal gerne in der Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr ernst. Okay, ihr schreit nur, ihr habt sonst keine Bedeutung. Aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybären eintauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm, John, mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen, fair und gerecht, oder etwa nicht? Aber ich habe auch gewonnen, nur weil er vor mir dran war. Ist schon okay, du darfst auch da mitspielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hefeklöße, blockiert mal nicht den ganzen Stand. Kommt, wir schauen mal, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hefeklos. Weißt du was, ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklos. Du blöffst doch nur. Hier gibt's was. Hey, das ist Klopp den Maulwurf. Klopp den was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihammer und klopfst ihn auf den Maulwurf. Ist das nicht Tierquälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dummchen. Maulwürfe, Dummchen. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First-Person-Shooter erfunden wurden. Wie primitiv. Ja, ganz schön Ghetto. Wo hast du denn davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen wir ein Spielchen wagen? Einfach nur auf alle Köpfe kloppen und tolle Preise gewinnen. Ja, 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 ja. Oh nein. Okay. Maus benutzen, empfohlen. Okay, benutzen wir die Maus. Damn, ich bin schlechter drin. Ich krieg euch alle. Kriegt alle auf den Schädel. So, komm her. Einfach wie wild draufhämmern, klappt schon irgendwie. Irgendeinen treffe ich immer. So, die Zeit ist um. Dann wollen wir mal sehen. Bei 76 gesichteten Zielen hast du 79 Mal zugeschlagen und dabei 41 Mal getroffen. Das ergibt 89% Trefferquote. Das ist ein neuer Rekord für dich. Okay. Ein Spielchen, wie sieht's aus? Links sind hier nicht zu holen. Dann habe ich auch keinen Bedarf. Och Mann. Dann schauen wir mal hier. Ah ja, das Schicksal hält wundervolle Fügungen für euch bereit. Aus diesem hier könnte ein Anwalt werden und aus diesem hier ein Arzt. Oh Gott. Kommt ihr zwei, ich kaufe euch Süßigkeiten. Hey, hey, wo ist mein Trinkgeld? Ich würde sagen, wir folgen denen einfach mal. Wo gibt Süßes? Ich will Süßes. Ach, der ist der Jahrmarkt, der ist hier oben. Alles klar, interessant. Ah, ich brauche 3 Memory Links. Grill? Nein. Okay, dann schauen wir mal hier unten. Willkommen, ich präsentiere das kleinste Riesenrad der Welt.
Können wir eine Probenfahrt machen? Natürlich nicht. Funktioniert es überhaupt? Natürlich nicht. Sieht aus, als hätte jemand einfach ein paar Stühle an einen Mühlrad geklebt. Ist mir total egal. So, aber jetzt können wir. So. Ich würde gerne hier runter. So. Was gibt's? Njam, njam. Ich werde dich nie verstehen, Joey. Wie kannst du nur diesen Geschmack ertragen? Sie sind so sauer und eklig. Sauer und super, das sind sie. Probier doch mal. Nee, ich mag ja noch nicht mal normale Oliven. Du könntest wenigstens mal eine probieren, Johnny. Wer weiß, vielleicht kommst du ja dann auf den Geschmack. Genau. Nö. Ich bin fertig, Mom. Kann ich spielen gehen? Okay, aber nur auf den Spielplatz und nicht einen Meter weiter. Gib mir die Tasche, ich passe für dich darauf auf. Nein, das ist meins, ich habe es gewonnen. Notiz, eingelegte Oliven, ja, die sind auch von Joey. Von Johnny. Nee, Johnnys Lieblingsspeise. Okay, ich bin gerade verwirrt. Da gibt es nochmal eingelegte Oliven. Ja, tatsächlich, Joeys Lieblingsspeise, genau. Und Johnny mochte sie eigentlich gar nicht. Dann folgen wir ihm mal zum Spielplatz. 5 Memory Links, okay, oder auch nicht. Dann folgen wir ihm nicht zum Spielplatz, sondern... gucken nochmal. Hier lang. Haben wir denn hier noch? Ach, hier geht's doch zum Leuchtturm, oder? Ne, hier geht's nur wieder zurück. Okay. Gibt's hier noch was? Hier gibt es nichts, hier gibt es nichts. Die Wahrsagerin. Keine Chance, ich rede nicht mit ihr. Gut oder schlecht, mir ginge es so oder so an den Kragen. So, hier ist ja eigentlich der Spielplatz, ne? Aber wo ist Johnny? Hm. Ja, lauf einmal um die Bank rum. Mach ich auch immer so. Hier vielleicht? Ah, okay. Aber warum? Ich kann ja auch nichts an... Okay. Man wollte einfach mal von mir, dass ich eine Bühne betrete. Dann gehen wir jetzt hier lang. Ja, da ist der richtige Spielplatz. Auf Mama hören wir nicht so gut, wa? Anscheinend nicht. Na gut, dann gehen wir mal hier hoch. Was tust du? Ah, über den See springen. Wow.
Naja, okay, er hat den Weg verlassen und einen coolen Ort gefunden. Aber seien wir ehrlich, er hätte ebenso gut von einem Rudel Tiger angefallen werden können. Tiger leben nicht in Rudeln, Dummkopf. Das war ja auch nur eine Redensart. Weißt du, als ich noch klein war, hat mich mein Opa jedes Jahr zum Sternegucken mitgenommen. Ja? Es gab einen Hügel außerhalb der Stadt, wo wir immer standen. Derselbe Hügel, jedes Jahr. Wir schauten in die Sterne, bis der Morgen dämmerte. Nun ja, ich schaute hauptsächlich. Er hat nur das Teleskop für mich getragen. Natürlich. Nun hätte Mami allerdings niemals erlaubt, die ganze Nacht wach zu bleiben. Deshalb sagte Opa jedes Mal, dass wir nur Zelten fahren und versteckte das Teleskop im Auto. Das war toll, aber wenn wir am Morgen zurückkamen, musste ich so tun, als hätte ich nachts geschlafen. Und das ist kurz gefasst die Geschichte, wie ich in die Koffeinsucht abgedriftet bin. Ah, herrlich. Du bist ein Monstrum. Ich weiß. Es ist schon sehr traurig. All diese schönen Erinnerungen verloren und niemals wiedergefunden. Und wer weiß, wie viele es noch mehr gibt. Tja, wie du immer sagst, man muss jeden Moment für sich genießen, nicht? Heilige, ich hab dir doch gesagt, dass hier ein Tigerrudel herumstreuen. River. Hallo. Warte, bleib hier. Ich bin Johnny. Wie heißt du? Du bist auf meinem Platz. Dein Platz? Oh, entschuldige, ich wollte mich hier nicht ganz alleine ausbreiten. Willst du dich zu mir setzen? Bist du hier, um die Sterne zu beobachten? Und du? Schau nur. Wusstest du, dass es so viele Lichter am Himmel gibt? Ja. Oh, ich wusste es auch. Das ist also dein Platz, ja? Nur während des Jahrmarkts. Kein Fan von Menschenmengen? Bin ich auch nicht. Weißt du, du hast mir immer noch nicht deinen Namen gesagt. Ich sag ihn dir auch nicht. In der Schule machen sich alle drüber lustig. Wieso? Sie sagen, dass sie aufs Klo müssen, wenn sie an ihn denken. Okay, dann nicht. Tja, kann auch nicht schlimmer als John sein. Ich meine, überall auf der Welt heißt fast jeder John. Auch in Indien? Würde mich nicht wundern. Was ist verkehrt daran? Was ist verkehrt daran, einen Namen zu haben, den jeder hat? Es ist langweilig, schätze ich. Ich meine, wenn alle so heißen, wo ist dann der Sinn? Ich hätte nichts dagegen.
ausnahmsweise mal den gleichen Namen zu haben, den alle anderen auch haben. Das ist wie mit diesen Lichtern am Himmel. Von hier unten sehen sie alle gleich aus, aber das macht den einzelnen Stern kein bisschen weniger schön. Ja, vielleicht. Diese ganzen Sterne da oben, was glaubst du, sind sie? Mein Vater sagt, sie sind riesige brennende Kugeln aus Gas. Ach, das denkt er sich doch nur aus. Warum sollte er mich anlügen? Weil, naja, das machen Erwachsene nun mal. Sie denken sich Sachen aus. Den Weihnachtsmann, den Osterhasen, Kängurus, sowas halt. Hast du schon mal versucht, den Osterhasen aus Sternen zu machen? Wie ein Sternbild? Ja. Andere Sachen schon, aber noch nie einen Hasen. Möchtest du einen machen? Klar, machen wir das beste Sternbild aller Zeiten. Mal sehen, wer zuerst eins hat. Okay, von drei. 3, 2, 1 und los. Ich sehe es. Wo? Am Himmel. Wo genau am Himmel? Denk in großen Zusammenhängen. Größer als die anderen es tun. Ich verstehe nicht. Moment mal. Moment mal. Ich sehe es. Sag mir, was du siehst. Da drüben, stimmt's? Das sind die zwei Löffel und der Kopf. Und weiter? Und da, das sind seine beiden Füße. Ja, was noch? Und der Mond. Der Mond ist ein großer, runder Bauch. Also, was glaubst du, sind sie wirklich? Die Sterne, meine ich. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Wow, muss ganz schön was los sein da oben. Ist aber nicht so. Sie können all die anderen Leuchttürme da draußen sehen und sie wollen mit ihnen reden. Aber das können sie nicht, denn sie sind alle viel zu weit voneinander entfernt, um zu hören, was die anderen sagen. Sie können nichts tun, außer aus der Ferne ihr Licht zu senden. Also tun sie das. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Warum zu dir? Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Deine Tasche, was ist da drin? Oh, der Preis, den ich bei Klopp den Maulwurf gewonnen habe. Hast du das schon mal gespielt? Ich habe es versucht, aber ich bin zu ungeschickt. Was hast du gekriegt? Es ist ein Ding. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was es ist. Das Schnabeltier. So eine Art Entenbibertier. Darf ich mal sehen? Es sieht so seltsam aus. Ich wünschte, ich könnte auch so eins gewinnen. Johnny! Mist, Mom ruft mich. Hier. Weißt du was? Behalte es, es gehört jetzt dir. Mir? Ja, ich kann jederzeit noch eins gewinnen. Ich
Ich will ja nicht angeben, aber ich bin einfach die Nummer 1 bei diesem Spiel. Bist du nächstes Jahr wieder hier? Yep, du auch? Ja. Selber Ort, selbe Zeit? Ja. Und wenn du es vergisst oder wir uns aus den Augen verlieren? Dann treffen wir uns eben auf dem Mond wieder, Dummerchen. Genau, auf dem Bauch des Hasen. Johnny! Komme! Oh, mein Hacky-Sack ist ja noch in der Tasche. Du sagtest, du bist ungeschickt, stimmt's? Versuch's mal damit. Auf dem Mond.